Guten Tag, liebe Bücherwürmer. Ich bin Erzherzogin Lea von Liberiarium und ich habe für Sie heute eine Rezension zu dem historischen Roman Maria Christina, Tagebuch einer Tochter von Rebecca Novak. Aber zunächst schlüpfe ich in etwas Bequemeres. Das fühlt sich gleich schon viel besser an, so. Wie ich euch eben schon erzählt habe, geht es heute in dem Video um das Buch Maria Christina, Tagebuch einer Tochter von Rebecca Novak aus dem August Pressbach Verlag. In diesem Video werde ich den historischen Roman für euch rezensieren. Fangen wir an mit dem Plot. Es geht darum, dass die Erzherzogin Maria Christina von ihrer Mutter, der Kaiserin von Österreich, ein Tagebuch geschenkt bekommt. Ganz unverblümt schreibt sie in das Tagebuch all ihre Erlebnisse rund um das Leben am Wiener Hof im späten 18. Jahrhundert. Dabei schwärmt sie von tollen Bällen und sie schreibt über ihre Familie und über ihre Freunde, aber auch Themen wie der Tod begleiten Maria Christinas Leben. Maria Christina, die übrigens die Schwester der legendären Marie Antoinette ist, wird aber auch mit der Habsburger Heiratspolitik konfrontiert. Ganze 6 Jahre lang schreibt Maria Christina alles auf, was ihr durch den Kopf geht. Ganz am Anfang war ich etwas skeptisch, als das Buch bei mir zu Hause einflog. Ich dachte so, historischer Roman, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich habe noch nie wirklich so einen historischen Roman freiwillig gelesen. Und dann auch noch so Liebesgeschichte, so dachte ich erstmal. Aber ich wurde da sehr positiv überrascht. Das Genre historischer Roman wird einem gar nicht so sehr aufgedrängt in dem Buch. Und auch die Liebe ist eher so ein unterschwelliges Thema. Ich hatte ja auch Angst, dass ich mit Geschichtsfakten beworfen werden würde, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Denn ich bin gar nicht so der Geschichtsfreak. Aber man muss wirklich sagen, dass man von der Autorin in dem Buch sehr an die Hand genommen wird. Sie erzählt ganz unterschwellig wichtige politische Ereignisse, ohne dass man direkt das Gefühl hat, man bekommt hier Geschichte gelehrt. Dabei ist auf jeden Fall anzumerken, dass alle Fakten in dem Buch historisch korrekt sind. Was ich unglaublich bewundernswert fand, weil da so viel Arbeit hintersteckt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Vieles hat die Autorin dann aus Briefwechseln genommen und manche Lücken hat sie dann einfach selber mit Dialogen und anderen Szenen gefüllt. Dadurch wirkte für mich einfach auch alles sehr lebendig. Ich konnte mir aber auch vieles gut vorstellen, weil ich erst kürzlich in Wien war und mir dort einige Schauplätze anschauen durfte, die auch in dem Roman vorkommen. Als ich das Buch dann das erste Mal aufklappte, war ich noch überraschter, denn alle Seiten sind tatsächlich pink gefärbt. Das Buch ist nicht nur von außen pink, es ist auch von innen pink. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen aufgeregt, warum alles dann so klein geschrieben ist und warum manchmal manche Überschriften so total schnörkelig sind, dass man sie nur sehr vorsichtig und langsam lesen kann. Und dann habe ich mich informiert und was herausgefunden, was mir fast die Tränen in den Augen hat stehen lassen. Denn die Autorin hat eine der im 19. Jahrhundert populären Didot-Lettern verwendet. Und diese Handschrift soll einfach an eine adlige Person aus dem 18. Jahrhundert erinnern. Und das fand ich einfach so toll gemacht. Das hat so perfekt zum Buch gepasst, dass ich einfach nur absolut geflasht war davon. Das Buch ist nicht in Kapiteln unterteilt, sondern in Tagebucheinträgen von Maria Christina. Mir gefiel es sehr gut, dass die meisten Tagebucheinträge recht kurz waren. Denn dadurch hat man immer eher das Gefühl, ja komm, ich lese jetzt noch einen Tagebucheintrag und so kommt man dann auch schneller im Buch voran. Dadurch, dass Maria Christina ihrem Tagebuch wirklich alles anvertraut, erzählt sie auf eine sehr freche Art und Weise und ist unglaublich ehrlich. Und das hat mich sehr berührt, denn diese Figuren sind dann alle nach und nach mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und sogar die Nebenfiguren, die ja eigentlich nur erwähnt werden, sind total authentisch. Und ich habe mich auch so ein bisschen in ein paar von ihnen verliebt. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass man auch ein bisschen mehr über Marie Antoinette erfährt. Denn hinten auf dem Buchrücken stand auch schon drauf, sie ist die Schwester von Marie Antoinette. Und da dachte ich, oh, das wird bestimmt total interessant, das zu erfahren, wie das Leben mit ihr war. Aber da wurde ich leider enttäuscht. Denn Marie Antoinette ist zu der Zeit, in der Maria Christina ihre Tagebucheinträge verfasst, nämlich noch ein Kind. Und da wird sie zwar auch erwähnt in den Einträgen, aber sie hat eben nicht so eine Präsenz, wie ich es mir anfänglich gedacht habe, was aber auch nicht schlimm war. Mir hätte das Buch noch ein bisschen besser gefallen, wenn ich weniger politische Einwürfe gelesen hätte. Weil manchmal war es mir dann doch
doch ein bisschen zu viel. Das hat mich dann gar nicht so richtig interessiert und ich wollte lieber wissen, wie geht es denn bei Maria Christina weiter. Aber diese politischen Einwürfe waren eben auch so minimal, dass ich mich eigentlich gar nicht dran stören kann. Außerdem gab es manchmal ein paar Leerläufe. Da sagt Maria Christina dann einfach, mir ist so langweilig und mir ist so langweilig. Und das geht dann manchmal so ein paar Seiten lang. Und da finde ich einfach, es hätte man noch etwas minimieren können. Der Roman war für mich insgesamt sehr emotional und am Ende habe ich seufzend das Buch so zugeschlagen und wirklich so einen Moment gehabt, weil alles so schön war und ich mich einfach auch so sehr über diese ganze Kreativität und Liebe gefreut habe, die in dem Buch steckt. Abschließend lässt sich sagen, dass ich einfach nur positiv überrascht war von dem Buch. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass der August Dressbach Verlag so gut meinen Geschmack trifft. Man kann die ganze Liebe, die in diesem Roman steckt, förmlich spüren beim Lesen und das war schon allein das, was mich sehr mitgenommen hat. Ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben, weil mir die politischen Einwürfe manchmal etwas zu viel waren, genauso wie diese Leerläufe im Buch. Der Roman ist aber auf jeden Fall für alle etwas, die sich gerne mal von einer Figur mitreißen lassen wollen. Vielen, vielen Dank, August Dressbach, dass ihr mich so überrascht habt und mir gezeigt habt, wie toll ein historischer Roman eigentlich sein kann. Das war es auch von meiner Rezension. Wenn ihr mich auf Facebook, Twitter oder Instagram finden möchtet, dann könnt ihr einfach nach Liberiarium suchen. Und ich werde wie immer unten in der Infobox für euch noch die Links zu meiner Buchrezension reinpacken. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Buch habt oder selber irgendwelche Meinungen dazu mit mir teilen wollt, dann könnt ihr mir das unten alles in den Kommentaren hinterlassen. Ich freue mich immer sehr über eure Meinung. Ich bin Lea von Liberiarium und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Aber erstmal schlüpfe ich in etwas Bequemeres.